Rund 2000 Wähler stimmten online ab und machten heuer vier Damen zu Cäsaren. Sandra Bauernfeind verkaufte 2012 mit ihrem Team Zinshäuser mit einem Volumen von über 160 Millionen Euro und vermarktete 1200 Wohnungen. Kein Wunder also, dass sie Cäsar-Maklerin 2012 wurde. Frau Bauernfeind, herzliche Gratulation zur Cäsar-Maklerin 2012. Wie macht man das? Erstens herzlichen Dank, ich freue mich total über die Auszeichnung. Ja, wie macht man das? Sicher nicht alleine. Also ich habe wirklich ein tolles Team hinter mir stehen von ungefähr 20 Damen und ja, gemeinsam haben wir es geschafft, dass wir doch ein großes Volumen bewegt haben im letzten Jahr und umso mehr freut mich dann diese Auszeichnung. Die Frage, die sich ja jetzt alle beschäftigt, 20 Damen, die tagtäglich miteinander zusammenarbeiten. Wie funktioniert denn das so? Eine sehr berechtigte Frage, ja, frage ich mich auch des Öfteren. Es funktioniert im Großen und Ganzen sehr gut. Ich glaube, es ist klar, es muss ein Miteinander sein und kein Gegeneinander. Und dann funktioniert es auch. Okay, gut, wir lassen das jetzt so dahingestellt. Nein, irgendwer muss dann durchgreifen, wenn es so weit ist. Nein, oh ja, doch, nein, es funktioniert gut, ja. Aber Sie hätten gerne einen Hahn im Korb. Ja, und ich glaube, es würde ihm auch gut gehen, ja. Nein, wir sehen schon, dass die Entscheidung beim Wohnungskauf, bei der Wohnungsvermarktung eindeutig von der weiblichen Seite getroffen wird, wenn eine Partnerschaft besteht. Aus dem Grund würde es mich nicht stören, wenn sich ein Mann finden würde für den Wohnungsverkauf oder für die Vermietung. In den letzten Jahren hat es sich einfach nicht so ergeben bei uns, aus welchen Gründen auch immer, eher Zufall. Und ja, aber wie gesagt, ja, ich hätte schon ganz gern männliche Unterstützung im Team, ja. Sie und Ihr Team haben ja 1200 Wohnungen verkauft, ein Rekordergebnis. Was ist Ihr Erfolgsgeheimnis? Ich hoffe, dass wir es schaffen, dass wir wirklich gut auf unsere Kunden eingehen, dass wir die Bedarfsermittlung sehr genau machen. Ich bin ja nominiert in der Kategorie der Makler, der Maklerinnen, dass wir mehr machen als die Wohnungstür aufzusperren und die einzelnen Räume herzuzeigen, dass wir wirklich für den Kunden das geeignete Objekt suchen, für seine Bedürfnisse, für seine jeweilige Lebenssituation, auf der anderen Seite auch für das jeweilige Objekt den passenden Kunden. Das ist ja nicht der erste Cäsar für EHL, oder? Wir freuen uns heute sehr. Es ist heute bereits der vierte Cäsar in Summe. Im Laufe dieser 7 Jahre konnte unser Geschäftsführer, der Michael Ehlmeier, 2 Cäsar-Statuen erreichen. Einmal als Makler, einmal als Immobilienmanager. Im Vorjahr war meine Kollegin aus der Gewerbeabteilung, die Alexandra Ehrenberger, die Preisträgerin in der Kategorie Makler. Und heute darf ich sich sein. Das heißt, Sie grüßen sich gegenseitig mit Ave Cäsar? Nein, so ist es Gott sei Dank nicht. Nein, Morituri di salute, nein, nein. Nein, so ist es nicht, nein. Aber umso schöner der Erfolg, ja. Spricht für das Unternehmen, beziehungsweise ist natürlich eine Qualitätsauszeichnung. Was mich persönlich sehr freut, ist, dass es ein Preis aus der Branche ist, eben zuerst durch die Publikumswahl und dann durch die Branchenjury. Das ist schon eine ganz besondere Auszeichnung. Wo wird der Preis sein Zuhause finden? Sein Zuhause wird er sicher nicht zu Hause finden, sondern eindeutig im Büro, weil einfach die Stundenanzahl, die hier wach verbracht wird, eine größere ist als zu Hause. Nein, ich habe einen Besprechungstisch in meinem Büro stehen und hier wird er einen sehr geeigneten Platz haben, ja. Herzlichen Dank, schönen Abend. Ich danke Ihnen. Dankeschön.